Weil ist aber auch ein Kommandant, den man spielen kann. Hauptstadt, ah ja. Langsam scheint Olaf uns zu respektieren. Wir haben ihn fast aus Alava vertrieben. Doch auf dem Rückzug zur verlorenen Festung besiegt er unsere Truppen. Mhm. Olaf ist zur verlorenen Festung, aber dort werden wir ihn noch nie finden. Er verbirgt sich im Kriegsnebel. Aha! Kriegsnebel? Was ist denn das? Da haben wir ja noch nie von gehört. Jetzt sag ich mal, Nell, was ist denn das? Ha? Ja, er verbirgt sich im Kriegsnebel und wartet auf uns. Doch ich hätte da ein paar brandneue Einheiten parat, mit denen wir ihm den Hinterhalt vermiesen können. Meinst du, das ist mit dem Landungsboot im Riff direkt hinterm Haku? Hm? Alles klar, oder eher nicht klar. Er ist total vernebelt. Oh nein, Winter hat bei dem Spiel mitgewirkt. Scheiße. Was hatten wir denn nochmal genau vor? Mhm. Olafs Heer aufspüren und es aus Alava zu vertreiben. Ach, die Alola-Region, egal. Und nun Abmarsch. So, erstmal Hachi. Ichi Hachi. Komm. Schneller. Alle Zeiten sind ein bisschen lang. Was? Kundschaft? Ach, du bist's. Komm rein. Das ist sympathisch hier. Da ist ein Kampfpanzer. Das mit die Kiste mit dem Stern genau hier oben drüber sind ein bisschen Pokéball-mäßig. So oben rot und weiß. Dann ist das ein Landungsboot in dem Glas, glaube ich. Also hier. Ich verdecke übrigens, glaube ich, nichts Wichtiges. Sag mal. Kostet fast nichts. Lass mich dir fix was Wichtiges erklären. Wenn du dich durch die Kampagne arbeitest, bekomme ich hier alle möglichen Warenlieferungen. Ich sag dir natürlich Bescheid, wenn was wirklich Gutes dabei ist. Aber schon einfach von Zeit zu Zeit selbst noch vorbei. Also genug gequatscht, zieh dich um. Zeig mal. Ich glaube, Moji, war es die Moji-Insel? Haben wir schon irgendwas Spannendes? Ein Bonusort, ach ja, stimmt. Nochmal extra Ordner und dann sind da noch mehr Karten dabei. Ich erinnere mich, so. Ich glaube, das war die Gegenkit. Wir kaufen einfach alles. Klasse Wahl. Aha. Klasse Wahl. Jojo. Aha. Erdmühe, war das nicht die Karte gegen Sonja? Ups. Oh, noch eine Karte. Hachi ist aber RIP. Ja, der hat schon für so. Genau, das war nämlich die original zweite Karte. Da ist immer die Frage, wie geht man vor? Aber die ist ein bisschen geändert. Kit hat hier deutlich weniger Startstuff. Man ist im Vorteil hier auf einmal. Früher war man ja nicht im Vorteil. Und ich bin mir nicht sicher, ob es die Fabrik im Wald rechts gab. Der Wald war wichtig. Eigentlich war es fast am besten, wenn du den Wald ignorierst oder denkst am Anfang, ha, ich nehme den Shotgun durch den Wald und rush ihn. Haha, du brauchst 100 Jahre durch den Wald. Du holst dir mit einer Einheit oder mit zwei Einheiten, wenn es nötig ist, die Fabrik im Wald. Rush dann ganz schnell zur Fabrik unten links. Bitte wieder. Und danach holst du erst die ganzen Städte auf der linken Seite. Mit Max sind die sowieso eigentlich alle okay. Fünf was? Oh, fünf Flughäfen. Karte mit Flughäfen war ich schon immer nicht so. Mal ganz kurz reingucken. So. Oh, nee, doch. Vier? Nee. Ist zu viel? Was denn jetzt? Mal ganz kurz gucken. Suchen nach Räumen. Nee, du wirst hier nichts finden. Ist ja egal. So. Ach nee, hier ist online. Ah, nevermind. Oh, ach, gegeneinander mit mehreren Konsolen. Ach so, dass du im LAN hängst. Verstehe. Der APC hält Panzerbeschuss aus. Was ist denn jetzt ein APC? Ein ABC. Klingt irgendwie wie ein typischer kostiger NPC. So, es wird die Karte sein, die so ein bisschen RIP geht mit dem Gebirge in der Mitte von unten bis 66% der Karte. Akku vom Gegner auf der rechten Seite. Und
Ja, es ist die Karte. Ja, komm. Puh, so. Wirklich betrüblich. Komm's gleich. Diese eine Einheit, die unten steht, die hier. Da heißt gleich, geh mit der mal in die Stadt. Und dann heißt es, oh was, du konntest nicht unterscheiden, welche Stadt neutral ist und welche dem Gegner gehört. Ja, das ist der Kriegsnebel. Achso, ja, bla 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 bla. Ach ja, wir sind jetzt auf dem Berg, wo sich dadurch Sicht erhöht. Nein. Oh was, Infanterie- und Mech-Einheiten vergrößert sich auf Bergen. Ja, Riffe und Wälder. Also, ja, Sperrfahrzeuge können weit gucken. I know, da steht es was im Wald, ich weiß. Was, welche Überraschung! Als ob ich das kennen würde. Das ist eigentlich dämlich. Also ja, gut, das ist ein Kampfpanzer, der muss schnell weg, das ist schon gut. Aber im Kriegsnebel ist Geduld wichtig. Es ist spannend zu wissen, eigentlich, ob die KI hier wieder eine Cheater-KI ist oder nicht. Oh was, das ist eine blaue Stadt. Das wusste ich ja nicht. Komm, ist weg. Ja, das ist gefährlich. Ja, aber das, also APCs sind die Einheiten, die Ammo und Fuel geben. Aber in der echten Welt, meinst du dann? Weil hier sind sie ja die TTPs. Ja, aber wofür steht denn jetzt APC, meine ich? Will ich doch wissen. Ein All-Terrain... Ach, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Ich möchte den Namen von denen wissen, wofür APC steht. Das ist meine Frage die ganze Zeit. Ah, du bleibst noch ein bisschen drin. Ihr dürft laufen. Ups. Armored Personal Carrier. Ha, danke. Das wollte ich wissen. Oh, mutig, mutig. Was? Oh, er fängt mit dem Schneesturm an. Ja, das ist neu. Im Tutorial hatte er früher gar keine Gaben. Doch einmal. Zur Gabenerklärung. Und da ging der Schneesturm auch irgendwie durch drei Runden? Und ich weiß, dass in dem Riff da drüben übrigens eine Einheit ist. So. Komplett useless ist die Stadt da eigentlich. So, du musst jetzt erstmal nachziehen. Das ist nämlich das Dumme. Und da steht noch irgendwo was drin. War hier nicht auch noch ein Wald? Ich meine schon. Ne, da ist der andere Wald. Da steht was drin. In einem da steht was drin und irgendwo steht noch ein Kampfmesser von ihm. Hehehe. Scheiße, er steht auf dem Berg, ne? Mhm, ist okay. Ja, du meinst Ingame? Nee! Aha, da ist noch einer. Okay. Ja, auf dem Berg laufen ist... Oh doch, du kannst. Ich will hier eigentlich noch gar nicht hin. Ach, hier doch jetzt nur seinen Kampfpanzer raus. Haben wir das Geschiss mit dem Ding? Ja. Mannschaftstransportwagen. Das ist ein sehr deutsches Wort, ja. Ja. Ups. Wolvik hat eine 8 Liter Plastikflasche. Ja, kaufst du zwei Stück, eine links, eine rechts. Das ist 16 Liter. Reicht ja erstmal. Und du kannst... Gab's doch diesen Fake-Werbespot mit der Hantelflasche. Das ist blöd, dass er den angegriffen hat. Ja, was sind denn Abziehs, ne? Die Dinger im Game. Aber was sind das? Ja, die. Ja, bla 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 bla. So. Warte, jetzt muss ich doch was nachschauen. Was für ein Kampfpanzer? Nee. Nee.
mir an die neuen Designs erstmal gewöhnen. Ja, das ist eh kacke hier alles. So. Oh, na, 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 na. Nein, dumm, 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 dumm. Wenn der da steht, dann musst du dahin. Das ist 50-50. Das soll mit dem Raketenwerfer halt eröffnen. Muss hier. Er kommt halt nie nach. Deswegen. Sind da Kühe auf der Weide? Oh, wie cool. Das ist ein absolut unnützes Detail, ich lieb's. Komm, hol dein Kampfpanzer jetzt raus. Einer der Glomon zu Leibe. Gegenangriff, los! Oh, der ist sogar so weit vorne, das ist sein Raketenwerfer nämlich. Das ist. Das ist schlecht! Oh, das ist nicht schlecht. Autsch! Kommt der Kampfpanzer und finisht uns. No? Oh, interesting. So, 4er Deckung gegen 1er Deckung. Gut. So, die Frage ist, in welchem Wald sitzt das Ding? Na, wir hätten den mit runterziehen sollen, das war dumm. Hätten wir den vorscouten können. Yep, my bad. Wie kannst du fahren? So. Achso. Mit dem wollte ich nämlich jetzt eigentlich nicht mehr vorfahren. Mit den Ranged-Einheiten. Oben oder da unten? Oben oder da unten? Actually, egal. Ich stell dich dahin. Nein! Genau falsch. Ah, ärgerlich. Aber du bist safe, okay. Damit ist der da oben nämlich dead. Dumm. Ach, egal. Oh, shit. Ja. Kann der andere nicht jetzt meinen Kampfpanzer angreifen? Ne, 2 bis 3, ne? Ja. Und jetzt 2 bis 3. Fuck. Okay, So, den muss ich nämlich sehen. Dann. Stelle ich dich hier rum? Ich da. Gott! Ew. Wer überlebt hier? Das ist ja. Guck mal mit hier, ey. Ja. Yeah. Aber der hat nicht so viel HP. Und er wird den TTP angreifen. Kann den TTP nicht angreifen. Fuck! Egal.
Ah, das ist eine dumme Karte. Dann Steffen, mach langsamer. Wieso denn? Du machst hier Übersichtsfehler. Nee, es war ja nur ein 50-50-Ding. Ich hatte ja gehofft, dass der... Weil beide stehen ja im Wald. Du kannst du nicht lesen. Was war das? Das war mein Raketenwerfer? Das ist okay. Er soll da stehen und sterben. So. Egal, wie es ausgeht, nächstes Mal sind wir fertig. Hoffentlich. Gut, du kannst nicht. Ich fange schon mal an. Lauf mal schneller, du machst zu wenig Fehler. Ich will ja noch mal durch, das ist nur Tutorial immer noch. So. Jupp, jupp, jupp. Ist die Frage... Oh, reicht nicht. Oh. Okay. Dann kriege ich ja doch gar nicht alle Schuppen kaputt, weil... Ah, ich greife sie nicht so an. In dem Riff versteckt sich nämlich immer noch ein Landeboot. Sind auch fucking tanky, die Dinger. Außerdem ist es rausgenommen. Bro, das ist gewollt. Ja, mach. Das ist okay. Ich mag die Animation wirklich sehr. So, du kannst nichts machen. Du hast keine richtigen Einheiten mehr. Also, richtigen Einheiten. So. Wir decken uns mal auf. Oh, was? Da steht noch was. Wer hätte denn damit rechnen können? Ja. Beschleunigen wir das einfach um eine Runde. Fertig. So, ich möchte jetzt bitte die Kampagne spielen. Ich habe keine Lust, das zu lesen. Das ist alles noch vorgeplänkel. Ich setze große Hoffnungen in dich. Ah, tickt zu langsam. S-Rank. Ja, mal ein, zwei Fehler dabei. Also okay. So, geht's jetzt richtig los. Bitte.